Nun hören wir eine Gastrede von Miriam Koch von den von der Partei Die Grünen. Guten Tag, mein Name ist Miriam Koch. Ich bin die Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen in der Ratsfraktion hier in Düsseldorf. Ich bin jetzt bei Ihrer vierten Kundgebung zum vierten Mal dabei und freue mich, auch heute wieder zu Ihnen sprechen zu dürfen und bedanke mich dafür ganz herzlich. Bevor ich heute zu Ihnen gekommen bin, habe ich nochmal im Internet nachgeguckt, wie überhaupt die aktuelle Lage in Fukushima ist. Jeden Tag erreichen uns neue Horrormeldungen. Focus Online gestern. Fukushima-Arbeiter deutlich schlimmer verstrahlt. Zeit Online meldet. Chaos ist Alltag am AKW Fukushima. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die nun wirklich nicht dafür im Verruf stehen, ein linkes Blatt zu sein, berichten. China wird nervös. Fukushima zerstört Pazifik, gefährdet Menschheit. Das alles macht deutlich, Fukushima ist kein japanisches Problem. Es ist unser aller Problem. Darum ist es nach wie vor richtig und wichtig, dass wir für eine atomkraftfreie Welt zusammen kämpfen. Und dabei müssen wir auch hier vor Ort, wir müssen auch auf kommunaler Ebene handeln. Und dass es dafür Mittel und Wege auch für uns gibt, zeigt zum Beispiel das europäische Städtenetzwerk gegen Atomkraft, das Anfang 2012 auf dem zweiten Wiener Atomgipfel gegründet wurde. Es umfasst große Städte wie Antwerpen, Manchester, München und Frankfurt. Es soll uns kommunalen Vertreterinnen und Vertretern eine internationale Stimme geben. Und es ist uns so möglich, Druck auf die Staatsregierungen und auch auf die EU aufzubauen. Mit dabei ist zum Beispiel auch die Stadt Köln. Damit hat unsere Nachbarin uns etwas voraus. Ich frage mich, seitdem ich hier spreche, schon immer, wo sind eigentlich die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt Düsseldorf? Die Stadt Düsseldorf und insbesondere die Stadtspitze schmückt sich immer gerne mit der großen japanischen Gemeinde und den guten wirtschaftlichen Beziehungen zu Japan. Japanische Schulkinder dürfen singen, wenn am Kühlbogen japanische Zierkirchen gepflanzt werden. Aber zwei Jahre nach der Katastrophe, zwei Jahre voller Meldungen über die Verstrahlung der Weltmeere sind vergangen und der Düsseldorfer Oberbürgermeister verfährt eher nach dem Motto der drei Affen. Nicht sehen, nichts hören und nichts sagen. Und er beruft sich darauf, dass er nicht für Außenpolitik zuständig sei. Das mag formal richtig sein, aber ich sage Ihnen, der Protest gegen Atomkraft ist keine Frage von Zuständigkeit. Der Protest gegen Atomkraft und die Solidarität mit den Menschen in Japan ist eine Frage, ganz klar Position zu beziehen. Es ist eine Frage von Haltung und Verantwortung. Und da mangelt es ganz offensichtlich bei der Düsseldorfer Stadtspitze. Wie schon die Atomkatastrophe von Tschernobyl hat auch Fukushima dramatisch gezeigt, dass die Folgen nicht Halt machen vor Staatsgrenzen. Tausende Kilometer von Fukushima entfernt leben wir hier deshalb nicht auf der Insel der Glückseligen in Düsseldorf. Wir sind hier heute ein Teil des internationalen Protestes. Diese Katastrophe hat internationales Ausmaß erreicht und sie kann nur durch internationale Kooperation unter Kontrolle gebracht werden. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam weiterkämpfen. Lassen Sie uns gemeinsam fordern, Fukushima muss unter internationale Aufsicht gestellt werden. Dankeschön.